wie weit der standardgemäß geht. Gar nicht weit. So. Warum schaffe ich es nicht? Ich habe den Lucky Foot, Mann. Ich bin Kane. Ich bin Lucky Foot. Ist ein Lucky Foot, Man. Lucky Foot. Overpowered. Oh. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so ein Ding in seinem Fuß habe. Das ist doch wohl der Lucky Foot. Genau. Wenn du die Schüsse mal anschaust. Sie werden langsamer, wenn sie über die Dinger fliegen. Was theoretisch keinen Sinn macht, da die ja in der Luft sind und so, aber egal, darum geht's nicht. Um den Sinn im Leben geht es nicht. Nur um das Leben. Ja. Könntest du... Ja, nicht mehr ins Fressbrett springen. Das ist das Kranke an denen. Ich springe einfach. Genau. Hauptsache alles steht so, dass ich keine Chance habe, da ranzukommen. Weil selbst die Bombe so eingesperrt ist, dass ich eine Bombe brauche, um an sie ranzukommen. Ich hätte gerne einen Schuss, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den bekomme, ist ziemlich gering, weil ich gar nicht weiß. Kann man den kriegen, bevor man die Challenge geunlockt? Jetzt. Bevor man die Challenge geunlockt hat. Also. Ich wollte mich da um den Kack kaufen, aber ich. Jetzt muss ich gezwungenermaßen hier rein das Herz nehmen. Ja, alles eingesperrt wieder. Oh, du wolltest mit dem Programm raus. Ich habe einfach gar nichts. Oh, hallo Münze. Warte mal. Da kann ich den Schlüssel befreien, aber da habe ich die Bombe welche und genau genommen hat sie mir dann überhaupt nichts gebracht. Ist nicht so wirklich. Hier bekomme ich eine Bombe und eine Münze. Hier bekomme ich eine Bombe. Bringt mir auch sehr, sehr viel. Und hier bekomme ich so eine Kiste, wo auch Spinnen drin sein können. Und sonstiges. Das ist klar, alles Mögliche. Drin sein. Ich könnte. Warum ist eigentlich alles. Nee, zu dir kann ich jetzt einfach. Zu dir kann ich doch jetzt nicht einfach reinrennen. Warum ist alles eingesperrt? Lol. Der grenzt an zwei Räume an, nämlich an den Geheimraum und diesen Raum. Ich sag immer nichts dazu. Das lohnt sich. Mit einer Bombe habe ich für die Etage mein komplettes Schlüsselproblem gelöst. Das lohnt sich definitiv. Weil hier so viele Truhen sind, die leider eingesperrt sind. Aber die eine da war offen. Also die eine da war Begeber. Droppt doch zumindest etwas, was ich bitte gebrauchen kann. Und nicht immer sowas. Das ist doch, ist doch irgendwie mit dem Splitten oder so. Keine Ahnung. Jetzt habe ich leider überhaupt keine Bomben. Warte mal, da könnte ich vielleicht was finden. Im Raum da hinten. Da könnte ich vielleicht noch eine Bombe finden. Dann gehe ich die Sachen in den Geheimraum. Also es geht doch gegen Adobe, oder? Genau. Die Pfeile. Gut, Pfeile geht so direkt nicht unbedingt durch. Da sie eher drin stecken bleiben, aber darum geht's nicht. Schlänge ich wahrscheinlich doch Gegner durch. Dann brauche ich noch was anderes, damit sie doch Objekte durchfliegen. Und dann fliegen sie ziemlich durch alles durch. Mich Gegner und Objekte. Ja, Gegner und Objekte sind für mich alles eigentlich. Wenn man es mal so betrachtet und du droppst mir jetzt was super tolles, super duper mega geiles Item. Gib mir einen Schlüssel. In der Etage habe ich keine Schlüsselprobleme mehr. Naja, egal, dann würde ich sagen, ich gehe zum Boss.
Die zum Boss nach dem Boss. Als hier zwei sind immer. Oh, ich gehe mal von aus, er macht noch irgendwas. Aber nein, er springt mir wieder direkt in die Fresse einfach. Hör auf! Warum check ich immer alles so langsam? Hallo, die machen sogar gar keinen Schaden. Also die Spawner selbst umkreist man nicht so. Warum kommt auch immer eigentlich der ziemlich schwerste Boss von den leichten Bossen? Quasi. Mach spätere Bosse sind, finde ich, einfacher als diese doofe Spinne. Warum kommt immer jemand der Seller? Der Seller ist DLC, Mann. Bring mir nochmal das Basement. Ja klar. Ich war, was soll der Scheiß, hallo? Wenn die Flamme nicht mehr voll ist, sollte sie meiner Meinung nach mir keinen Schaden mehr machen können. Wie sieht das eigentlich aus? Haben wir einen Flieger, oder? Ja. So. Drei Bomben. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Ist schon mal ein schönes Angebot. Ach, fick dich doch. Wenn ich nicht gescheit ausweichen kann, kann ich auch gleich sterben. Instant ersten Lebenspunkt zu verlieren. Wie soll ich denn die ganzen anderen Challenges schaffen mit... Dass die ganzen anderen in der Etage keinen Schaden nehmen? Wie soll das gehen? Wenn immer instant in meiner Fresse ein Gegner spawnt, der einfach explodiert. Du machst ja nicht mal Schaden. Ist einfach explodiert. So. Okay. Zum Skinny keinen Schaden machen erstmal. Und halt hier die. Das ist aber okay. Eines der unnützen Items überhaupt. Space Item, was nicht viel Nutzen hat. Es gibt so gute Space Items teilweise, aber teilweise auch so schlechte. Wow, damit habe ich jetzt einen Gegner getötet. Mit der einen Kerze, obwohl das wirklich das stärkste Space Item ist, also das stärkste Angriffs Space Item in dieser Form. Vor allem, weil es quasi wie ein normaler Angriff ist, könnte man sagen, weil es ja sich automatisch auflädt. Das ist echt krank. Also. Also. Oh. Wenn ich eine Bombe habe, weiß ich, wo ich an mehr komme. Ich wollte ja eigentlich auf dich pissen, aber du hast mich... Ah, scheiß drauf. Du hast mich ja zurückgestoßen. Ist sowieso scheiße, wenn ich in dem ersten Itemraum nichts Schönes finde. Dann... Und wenn ich am Anfang instant Schaden nehme, ist sowieso für den Arsch. So, ein Stück Ha! Ich dachte, du sollst sterben, du Sack. So. Ja, genau. Füllt den Raum einfach mit Gegnern. Und zwar... Bitte. So unfair, wenn die einen in die Ecke zwängen können. Aber jetzt vor allem so viele sind, dass man das nicht wirklich reguliert töten kann. Das vor allem. Das Gegner. Logisch. Das ist nett. Hat scheinbar schon dazugelernt. Sollen wir mal ein bisschen nettere Sachen geben? B113, das sind ja schon ganz praktisch. Wenn man mal Bomben braucht. In dem Fall war ja ein Stein da. Also habe ich zumindest eine gebraucht. Töte mich halt. Warum rennst du auch weg von der Position? Das war so schön. Ich hätte dich so schön umbringen können. Oder ich hätte nach der anderen töten können. Weil da war wahrscheinlich die ganze Zeit so weit in der Blockade gewesen. In der Blockade im Weg.
So. Gut. Soweit, so gut. Die Gegner sind... Warte mal. Oh. Ich wollte eigentlich versuchen vorbeizuschießen, weil es geht eigentlich. Wenn man so schräg kann man eigentlich vorbeischießen. So, Bombe. Dann Money Money. Money Money. Oder Kleingeld, 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 Kleingeld. Einmal Kleingeld, Mann. Ja. Alter. Der andere hat sich nicht zu so einem... Der andere hat nicht nur den Kopf verloren, sondern ist direkt gestorben. Und die verlieren jetzt auch den Kopf, oder wie? Scheinbar. Und der blutet auch noch ganz fest. Sie immer so bluten müssen. Ich verstehe das nicht. Nein. Ich meine, die verlieren zwar ein bisschen was von sich, aber... Da muss man nicht immer so stark bluten. Ich verstehe. Ja, gib mir ein Herz. Weißt du, ich habe den Lucky Foot und aus jeder Kiste kommt nur ein einziges Objekt raus. Und zwar, was ich gerade nicht brauche. Natürlich. Warum sollte da irgendwas Sinnvolles kommen? Einfach nur ganz gewöhnliche Herzen, die ich, solange ich Rüstungsherzen habe, sowieso nicht wirklich nutzen kann. Obwohl die auf der Ebene sind Dingens. Okay, da kann ich sie schon gut nutzen, aber... Oder... Ne, warte, auf der Ebene war das doch nicht. Jetzt wird schon so oft in der Form resettet, dass ich gar nicht mehr weiß, was hier eigentlich auf der Ebene ist und was nicht. Es kommt von Gegnern, die mir immer wehtun. Okay, dann mal rein. Du bist doch dieses... Ach nee, das ist einfach nur Damage Up. Genau, die eine Seite heult rote Tränen, die andere blaue. Okay, scheinbar wechselt er sich nicht ab. Ich habe gedacht, er wechselt sich immer ab. Also einmal links, immer rechts. Aber scheinbar hat er ja ein anderes System. Da mach mal mehr rot und mach mal... Ich soll nur gleich.